Hey und willkommen, ich bin der Bergmann und ich begrüße euch zur zweiten Folge des Bergwerk Labs internen Bad Wars Turnieres, natürlich mit meinem geschätzten Partner der wunderbaren Zone. Ich grüße dich, hallo. Grüße dich, Bergmann. Wir haben heute ein Match der absoluten Spitzenklasse vor uns und ich kann nur sagen, it's time to rumble, man. It's really... Okay, ich hab's ein bisschen... Ich wollte eigentlich dieses Ready to Rumble, habe ich gemerkt. Das bringt ja noch gar nichts so weiter vor. Ja. Mach einfach weiter. Wir brauchen vor allem noch eine geile Catchphrase eigentlich für Gangsters Paradise, weil Coolio kam in der letzten Folge zum Beispiel viel zu wenig. Deswegen Coolio, danke nochmal für die Spaghetti Carbonara. Wäre ein sehr netter Abend. Der Wein... Der Merlot war super, aber er hat ein bisschen zu sehr abgestanden geschmeckt. Fandest du? Ja. Wir müssen auch kurz hier Sophia Games und Wuril begrüßen, die unsere Gegner sind. Und ich soll dir sagen... hier soll das Bett wohl sehr, sehr versteckt sein. Ich kenne die Map auch noch gar nicht. Deswegen, du kennst die Map auch nicht? Ich kenne sie noch nicht. Tim, wir haben Platz für einen Spieler, der keine Ahnung hat. Ja, aber, ich weiß. Nicht für mehrere. Ja, dann such du mal das Bett. Ich such das Bett. So, warte mal. Es ist auf jeden Fall schwierig. Ich glaube, wir müssen uns irgendwo hochbauen erstmal. Wo muss man sich denn hier? Das ist ja super creepy. Bau dich erstmal in die Mitte. Ich such das Bett. Ich baue mich in die Mitte. Tim, wenn du hier... Hör doch mal auf für die ganze Zeit. Du machst doch gar nichts gerade. Das stimmt. Ja. Ich stehe. Was denn? Das ist ein Match! Ich bin oben und suche das Bett gerade. Wo ist es? Oben drauf, ich baue es jetzt gerade ein. Ich hab's gefunden. Ja, es ist aber oben drauf. Aber du musst mir sagen, wo ist das, wenn ich irgendwas abbauen muss, weißt du? Ja, wenn du rüber rennst auf die rechte Seite, du musst dich auf jeden Fall auf den Panzer draufbauen, Dominik. Draufbauen. Auf den Panzer. Auf den Panzer draufbauen und dann oben rechts ist das, in so einer kleinen Muschel oder sowas. Hier muss man so probiert bauen, das ist ganz strange. Die Map ist mega strange. Aber wie gesagt, wenn es schief läuft, einfach. Die sind, glaube ich, cool, ich weiß nicht, ob sie... Machst du gerade irgendwas? Ich equippe mich gerade, bleib doch mal locker. Tim, für mich ist das hier meine große ESL-Hoffnung, weißt du? Du hast Angst zu verlieren, das ist es. So, du kriegst das doch alles hin. So, ich hole mir noch schnell die Rüstung und dann bin ich auf dem Weg. Du hast doch alles im Griff gerade. Ich habe auch übrigens, ich habe jetzt 8 Gold. Wenn du kommst, 12. Gold. Dann, okay, du solltest kommen. Ich bin auf dem Weg. Beeil dich. Der eine ist equipped, oder? Du nennst mir nie die Namen richtig. Der ist auch komplett equipped. Das könnte schwierig werden für mich. Ja, okay, ich bin direkt da. Ich bin gleich tot. Nein. Nice, sehr schön. Alter. Sehr schön. Nimmst du sehr das Gold schön. Direkt? Ja. Hier, 12 Gold. Willst du nicht das Gold zurückbringen? Machst du. Okay, ich bleibe hier lieber noch ein bisschen. Okay, Dominik. Okay. Ich bleibe. Ey, ich bin ja nicht mal komplett. Ich hab nur einen Hut. Du hast keine andere Rüstung? Ein Hut und eine Brustplatte, aber der Rest ist weg. Bring ich dir mit. Jetzt kommen sie natürlich beide mit Sticks, weil sie mich hier weghaben wollen. Ganz klar. Was soll ich dir kaufen? Willst du einen Bogen haben? Soll ich dir den gönnen? Oh, ich bin runtergefallen. Du bist also tot. Die Mitte? Ich bin tot jetzt. Okay, das ist schon mal gegen die beiden sehr gut zu wissen. Die kommen auch, glaube ich, gerade direkt. Kann es sein, dass sie durchrushen? Ja. Das kann natürlich sein. Sie hat auf jeden Fall meinen Bogen gesehen, glaube ich. Ja, komm, hau sie runter. Ja. Oh, so. Schön. Schön. Irgendwas weckt das in mir, dieses Turnier. Irgendwie Spirit. Du hast richtig Hunger, Alter. Du bist hungrig. Ja, das brauche ich. Ich sehe Leidenschaft dahinter. So, ich versuche mal hier. Ja, das sieht gut aus. Den mit W auch noch irgendwie weg. Okay. Ich würde jetzt mal drauf gehen einfach. Geh du mal in die Base. Und also nicht so drauf gehen, ja. Ich bring mich auch um, weil ich habe keine Blöcke dabei. Dann falle ich direkt in die Base. Und ich weiß auch immer noch nicht genau, wo sich das Bett befindet. Aber du weißt das ja. Du hast ja am Anfang gefühlte 30 Minuten damit verbracht, das auszuscouten. Oh, okay. Ich hab ein Problem. Ich bin tot. Sag mir nicht, dass du stirbst. Doch, ich bin gestorben. Warum? Weil ich war auf einer schmalen Gratwanderung und hab mich da mit dem Stick runterhauen lassen. Ich versuch zu rushen. Rush durch. Ich glaube, das ist echt die beste Variante. Ich würde gleich. Wobei wir auch aufpassen müssen. Die Mitte ist halt nach wie vor das A und O. Das stimmt, die dürfen wir nicht verlieren jetzt. Ja, aber Rush, bis zur Mitte durchrushen kannst du. Ja, bis zur Mitte auf alle Fälle so. Ich probiere da gleich wieder irgendwas. Die sind jetzt natürlich auch gerade beide in der Mitte. Ja, aber die sind ja nicht equipped. Es ist ja alles drin. Lass dich jetzt mal hier nicht. Ich versuche die einfach nur irgendwie. Ich werde gleich runtergehauen, nicht gut. Gar nicht gut. Oh, verdammt! Nicht geschafft. Noch eins, ey. Ich wurde runtergehauen. Tim, das ist jetzt hier Turning Point. Ja, grad. Was machst du? Ich equippe mich. Ich habe gerade Eisen geholt. Du kannst nicht mehr abrufen wie damals. Ne, stimmt. Deine Zeiten sind vorbei. Vielleicht bist du auch der falsche Trainer gerade, im falschen Modus. Vielleicht solltest du mich mehr unterstützen als mich anzuschauen. Ja, ich weiß nicht. Okay, hier, Sophia Games kommt, die wird sich gleich hochbauen. Du musst rushen. Du musst rushen. Rush, bevor sie sich hochbaut. So. Volle Kanne gegen jetzt. I'm on it. Nice, Dominik. Ja. Sehr schön.
Digga, du bist eine Maschine. Ich weiß auch nicht, irgendwie irgendwas ist einfach, ja. Irgendwas nimmt mich hier mit. Irgendwas passiert, ey. Da wird irgendwas wird da getriggert. So. Ja, nebenbei kann man ja mal erwähnen, solltet ihr Minecraft Stories noch nicht gesehen haben, dann schaut auf jeden Fall unseren Kanälen vorbei. Ist ein fantastisches neues Zeitpunkt, Projekt. Denke ich mal, ist einfach so eine relaxte Phase gerade, oder nicht? Hast du Gold sein. Bekommen, Schätzelein? Oh, Schneeball, Vorsicht! Oh! Oh! Was ist da passiert? Oh! Ist er, ja, okay. Ich wurde irgendwie komisch geportet. Ja, nee, du bist, glaube ich, weggedrängt worden, weil da jemand eine Dingens, Eine was? Eine Insta-Brücke geworfen sag hatte. Sag mir was, Tim. Eine Insta-Brücke. Ich guck mal kurz, immer auch hinten im Auge behalten, dass da nicht gerade jemand... Ich bin jetzt einfach am Dauer-Rushen. Ich rush jetzt immer nach vorne. Ja, das ist eine gute Idee. Oh, die kommen über oben. Ja? Ja. Ja? Die haben sich da oben was gebaut. So okay. Ein riesen Ding. Reicht das rüber bis zu uns? Fast schon. Also nicht mehr so weit. Okay. Ja, okay, alles klar. Ja, das ist ja die Insta-Brücke. Alles entspannt, Dominik. Alles entspannt. Ja. Aber ist da oben noch jemand oder siehst du sie beide in der Basis? Ah, der kommt ja, der eine kommt, okay. Hä? Warum konnte ich nicht treffen? Irgendwas ist hier nicht koscher. Die haben doch Hex aktiviert. Was bist ganz du, ne? Klar. Guck mal kurz, ob von hinten jemand kommt. Wir verlieren. Wir verlieren nicht. Doch. Nein. Du, ich weiß nicht, Tim. Wieso treffe ich nicht? Oh Gott, wieso hab ich dich nicht getroffen? Tim, was war das denn für eine Scheiße? Tim. Oh Gott, was passiert hier? Da, der Dominik, sie kommt. Hier, komm, hau sie weg da. Ja! Ja, Dominik! Nice! Oh Mann, ey, das war eine richtig eigenartige Situation gerade. Hast du geguckt, ob hinten jemand durch den Teleporter kommt? Ich bin völlig aufgedreht gerade. Nee, der andere ist vorne. Oh, Alter. Da habe ich mich dumm angestellt, aber weißt du, wer mich gerettet hat? Coolio. Und du. Ja. Komm schon! Go down! Okay, ey, ich bin völlig frustriert. Also nicht frustriert, aber irgendwas... So, ich bin jetzt gerade so in der... Wer läuft da draußen rum? Ich weiß es nicht. Ich find's auf jeden Fall auch mehr als frech. Ich find's mehr als frech, dass er rumläuft. Ich gehe jetzt durch den Teleporter gleich. Ich beschäftige gerade beide. Okay, nice. Okay. Aber jetzt bin ich runtergefallen. Jetzt bin ich leider runtergefallen. Am besten bist du Augen und Ohren und schaust so ein bisschen, dass die... Dass ach, die... du bist ja immer noch in der Base. Du gehst durch den Teleporter und bist in der Base. Kippe. Ich muss doch gerade noch zwei Eisen snacken, damit... Ich bin richtig fies heute, es tut mir leid. Es ist alles Gute, bist du nicht. Ich brauche auch so ein bisschen so eine rohe Hand, die mich anfasst. Aber die können jetzt gleich kommen. Läufst du gerade durch den Teleporter? Was machst du gerade? Nee, ich bin gerade... Oh Gott! Dominik! Das meinte ich ja. Ja. Hast du ihn? So. Nee. Okay. Jetzt. Oder? Oh! Ja, hast du ihn. Digga. Hast du noch ein Eisen zufällig gerade bekommen? Da. Okay, perfekt. Okay, dann renne ich jetzt. Okay. Ich versuche sie irgendwie in der Mitte weiterzuhalten. Ich brauche nur Informationen, wo sie sind. Und wenn du einen nicht im Blick hast von beiden, dann... Ich habe einen im Blick. Okay, sehr gut. Einen, glaube ich, auch runtergehauen, ich weiß es nicht. Ich gehe jetzt rüber. Nee. Jetzt aber, oder? Och, verdammt, das ist die eine, die Sophia Games. Ich habe sie unten. Oder? Ja, ich habe sie unten. Sehr okay. Nice. Ich baue mich jetzt rüber. Ich glaube, also den anderen habe ich gerade nicht mehr im Blick. Ja. Oder doch, auch? Ja, ich habe ihn auch im Blick. Eindeutig. Okay. Sorry, ich weiß einfach, ich will einfach nicht, irgendwie will ich gerade nicht verlieren. Das ist gerade einfach nicht der richtige Zeitpunkt. Ich werde auch noch Blöcke gebrauchen. There's nothing to lose. Das ist so ein bisschen mein Problem gerade. Hast du keine Blöcke mitgenommen? Doch, habe ich, aber sie reichen nicht. Don't say it. Ich muss nochmal welche holen. Ah, nee, das könnte reichen zum Hochbauen. Okay, Dominik, ich brauche jetzt nochmal eine Info, wo die sind. Einer ist gerade gestorben, und Sophia ist in der Mitte. Also okay. Der eine in der Base, okay, Sophia perfekt. Hier in der Mitte. Okay, alles klar. Ich versuche Sophia runterzuboxen. Okay. Die sehen mich auf jeden Fall nicht. So gut. Ich könnte es jetzt tryen. Ja, könnte Sophia, klappen. Also beide in der Base. Aber sie haben mich gesehen. Ich komme von, ja, es ist nur eine da. Jetzt, andere gerade im Tod, fällt gerade, ich fall auch. Ja, ich bin drüben beim Bett. Ich habe die Spitzhacke nicht dabei, aber sie haben das Bett, glaube ich, nicht eingebaut. Krieg's bitte down, Tim. Haben sie nicht. Ja, kriegst du's down? Ja. Nice! Oh, schön. Göttlich. Schön, wirklich dieses andauernde Rumgesticke, nicht richtig ausgerüstet zu sein, jemanden zu töten, sondern immer nur runterzufallen, ist so unsicher eigentlich. Ich hätte mich mal ausrüsten sollen. Ja, hast du es im Griff? Wer kommt noch einer rüber? Ja. Hast du. Die Sophia. Nee, jetzt gleich habe ich sie. Ich habe sie unten. Okay, perfekt. Oder? Hab ich sie? Ja, ich glaube. Hab sie. Hast du ihn schon? Oh nein! Warte! Komm! Oh Gott! Veranstaltet. Bogen! Bogen! Ich schieße auf den Bogen! Wenn ich mich jetzt noch runterschlagen lasse! Oh Mann! Was war das denn? Scheiße! Ich habe mich richtig doof angestellt, aber wir haben es geschafft. Nicer. Ja, okay, nicer. Es tut mir leid, dass ich so ein bisschen der harte, edgy Trainer war an dieser Stelle. Den habe ich gebraucht, Dominik.
Ja, also das war auch wirklich, ich wollte die Rolle einnehmen, von der ich das Gefühl hatte, du brauchst sie jetzt, weil am Anfang irgendwie du das so lange gebraucht hast, Pets zu finden. Ja, das stimmt. Ist mir leid. Tim, von dir als Server-Owner erwarte ich eigentlich, dass du zumindest die Map kennst. Ich werde mich besser vorbereiten in Zukunft. Ja. Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut auf jeden Fall auch bei Dominik vorbei, der alten PvP-Maschine. Bei Dominik! Und ansonsten drückt uns die Däumchen bei der nächsten Folge. Jetzt kommt wieder das Auslosungsverfahren. Da wird wieder analysiert und Mathematiker berechnen, wer hat wie wen besiegt. Und dann werden wir zusammengewürfelt mit einem neuen Team. Das seht ihr dann auch im Laufe dieser oder nächsten Woche. Macht's gut bis dahin. Tschüss. Dominik, danke fürs Dabeisein. Team gerne. Coolio. Team Gangsters Paradise. Macht's gut.